Hallihallöchen und herzlich willkommen zum allerersten Part vom Let's Play Daisy Tavianer. Also, Epoch halt, ne? Und zwar spielen wir Epoch ja auf der Map Taviana. Und ich muss etwas dazu sagen. Wir spielen natürlich mit Julian. Ja, logisch. Ja, logisch. Logo! Und zwar wird's Let's Play so ablaufen, dass ihr ab und zu auch mal Schnitte drin habt. Einfach ganz stumpfe, normale Schnitte. Schnitt. Wahrscheinlich. Wenn halt irgendwie was passiert, was halt irgendwie nicht so extrem interessant ist oder so. Weil wir halt ja auf Taviana zocken oder schon gezockt haben. Und ja, wir halt keinen Bock haben, auf einem extra Server zu zocken oder irgendwie. Keine Ahnung, ist es auf jeden Fall so. Ende. auf jeden Fall haben wir hier schon ein Auto. Ja, wir haben eine richtig fette Base. Zieht euch die rein, die Base. Und wir haben ein Heli so schon. Fett. Und wir haben den Anfang unserer Base schon. Sieht sehr also cool aus. Das soll mal ein Haus werden. Und machen wir Garagen rein, ja? Soll mal. Ja, nee. Und wir sind also quasi, wenn ich mal auf die Map gucke, wir sind hier ganz oben. Alter! Ja. Du bist. Und. Ganz ehrlich, das schneidest du raus, ne? Warum denn? Weil rechts die IP dran steht und der ganze Scheiß. Hey, die Leute werden doch so oder so irgendwann wissen, wo wir sind. Ja. Außerdem wird das Let's Play erst irgendwann in einer Woche oder in zwei online gehen. Bis dahin haben wir dann auch irgendwann einen Coach und dran. Also ganz ehrlich, das ist egal. So, also wir sind auf jeden Fall hier oben, ja? Ganz wichtig, ich glaube, die Koordinaten sind 0703. Und ja, daher sind wir hier an der Küste, haben uns ein schönes Küstenplätzchen ausgesucht. Wenn wir nachher ein geiles Haus haben, können wir wunderschön auf die Küste schauen. Wunderschön. Wie das alles funktionieren wird mit dem Kaufen und mit dem ganzen anderen Scheiß, den ihr noch im Laufe des Spielens mitbekommen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir machen einfach ganz normal weiter. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Und ja. Hallo. Ja. So, ich habe mal einen Vorschlag. Ich habe mir jetzt zwar schon auf YouTube 5 Videos oder so angeguckt, wo Leute auf die Drecksbohrinseln fliegen. Ja. Und da ist bei niemand irgendwas gespawnt, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich will da trotzdem mal hin, ne? Wollen wir jetzt, oder? Ja. Okay. Ja, kann man. Und übrigens, machen, ne? Wenn du da mit dem Boot kommst, das hast du ja schon mal gemacht, da gibt's so einen Bug, da kannst du einfach aussteigen und dann bist du quasi oben. Moment. Ja. Ich muss hinten einsteigen. Ride in. Ja. Ja gut, dann glotzen wir mal. Ich hab meine Sounds so leise. Cannot fire. Leise machen. So, weil sonst kriegen die Leute hier noch einen Krampf in die Ohren. Mhm. Ich halt auch. So. Was? Was ist los mit dir, Kumpel? Hey, was laberst du? Hm. Mm. Oh, ich irgendwie muss ich die Sounds doch wieder ein bisschen leiser machen. Das ist schon irgendwie so, naja, ne? Warte mal. Was? Weißt du, wo genau die erste ist? Ja, halt Richtung so ungefähr. Also genau nicht, aber. Hm. Ich hab es auch mal markiert, einfach random. Ja. So, aber halt weiter nach rechts halt, ne? Ja, mach ich grad. Nein, Meinung. Bin ja gerade erst losgeflogen. Den Hubschrauber haben wir übrigens gekauft, ja, für die Leute, die sich hier fragen, weil die Fahrzeuge, die man sich kauft, ja, die kannst du mit einem Schlüssel abschließen und da kann dann keiner ran, außer er kann sie zerstören, kann er sie, aber er kann halt nicht rein, um die zu benutzen. Und ja, wir werden es halt nach und nach so unsere Base halt bauen, uns Fahrzeuge kaufen und so weiter und halt uns halt Waffen irgendwie kaufen, keine Ahnung, das kommt alles noch. Wie sieht es eigentlich aus mit dir, Julian? Wann hast du eigentlich vor, dir die Standalone zu kaufen? Ja, sobald ich 4 Euro Guthaben, Steam Guthaben oder irgendwie sowas hab. Beziehungsweise genau 3,57. Ich will sie mir irgendwie schon seit, ja, ne, irgendwie seit Anfang ankaufen, aber mir fehlen ernsthaft 3,57. Wie viel kostet ihr denn? Was? Die Standalone? Oh ja, ich glaube 23,99 oder sowas. Okay. Ich habe halt irgendwie noch 20 irgendwas auf meiner PaySafe-Card. Und ja, das ist scheiße, ne? Kann man denn auch über PayPal zahlen, weißt du? Keine Ahnung. Weiß ich auch gerade nicht, weil ich würde es nur über PayPal kaufen, denke ich mal. Ist halt easier und so. Oh, du bist doch gar nicht 18. Und? Ich hab trotzdem PayPal. Da ist eine. Das ist eine. Ich bin mal gespannt, ob. Aber ich werde jetzt. Boah. Ja,
ich noch eine. Ich weiß. Ich werde jetzt mal langsam runter gehen und hoffen, dass da einfach wirklich was spawnt. Das wäre schon geil. Ich meine, da ist als wir müssen halt ein bisschen erwarten halt, übelst krasser Loot eingezeichnet auf der Map, aber da ist halt einfach nichts. Also zumindest in den Videos, die ich geguckt habe, war wirklich nichts. Ich würde da schon gern was finden. Hast du primär DayZ Epoch Tavianas geschaut oder generell einfach nur Taviana? Nur Taviana. Okay. Also ne, ich kann schneller landen, nur mach ich das nicht. Ja, mach dir keinen Stress wirklich. Ja, nicht, dass die Leute denken, ich kann nicht fliegen oder so. Ich bin natürlich ein Profi im Fliegen, ne? Wahrscheinlich, oder? Also sag mal nochmal so scheiße, wahrscheinlich, oder wie du das immer sagst. Wahrscheinlich, das ist so scheiße, oder? Alter, ohne Witz. Du hörst dich scheiße an. Meinst du, wir können da schon runter? Ja, du musst halt noch weiter geradeaus spielen. Ja, nee, halt. Ob jetzt schon. Achso, ja, natürlich, klar. Sicher. Schlag. Ja, wenn nicht, dann. Keine Ahnung, loggen wir jetzt kurz ein und aus oder warten einfach eine Runde. Ich meine, ob wir jetzt da oben stehen bleiben und warten oder ob wir runtergehen und so, dann macht das wahrscheinlich keinen Unterschied. Aber wo da Zeug spawnt, weißt du nicht genau, oder? Nein. Ja, komm, lass mal einfach landen. Ja, ich lass mir Zeit. Warte, wie kann man denn. Ah, so kann man den drehen, stimmt. Pass auf, hier ist so ein gelber Dings daneben. Das ist schon episch, wenn ich jetzt abstürze. Ich find's nicht so geil, weil. Mein Inventar ist euch. Achso, ich habe. Ja, lol, ich habe alles noch dabei, ne? Was im Auto drin war. Ja, ja. Also, ich habe noch Jerrycans dabei. Hast du eigentlich Geld noch? Überhaupt? Ich weiß gar nicht mehr, weil ich habe. Nee, jetzt ich hatte beim letzten Mal diese Briefcases. Alter, irgendwie ist das hier schon eng. Ich habe jetzt noch 11 Gold. Das sieht hier so aus. Also ich glaube, ich habe nichts mehr. Also. Wenn du jetzt einfach gerade, nee, bis nach vorne musst noch. Ja, schon. Ja, genau. Also ich habe jetzt noch 11 Gold. Oh, der geht krass. Und 3x10 OZ, 5x1 OZ, also 5 und 30. Also ich habe 35 Silber noch. Perfekt, Alter. Jetzt einfach nur runter und dann passt es. Dann passt es, Kerne. Runter, nicht hoch. Gesicht. Warte, ganz sanfte Landung. Zack. Wahrscheinlich sanft. Ist hier auch Zombies spawnen? Nein. Also in den Videos nicht, ne? Hm. Aber das ist. Also ich habe auch ein Video gesehen, da sitzen die irgendwie immer an die Treppen rumgebackt. Und das ist irgendwie ja, ne? Versuch mal eine Treppe runter zu gehen. Bin ich schon. Okay, geht das normal? Aber es sieht aber schon fett aus, muss ich sagen. Ja, schon. Also, was heißt fett, aber ich meine, schon cool, so eine Bohrinsel. Geh mal runter. Ich bin auch unten. Leute. Okay, ich muss so Was ist los mit dir? Da. Das Geile ist ja, die Leitern von unten, die führen nicht mal nach oben. Ja, deswegen sage ich ja, du musst, wenn du im Boot bist, einfach nur aussteigen, wenn du drunter stehst. Hey, geht's hier noch weiter runter? Ich weiß nicht, ich glaube, das hat zwei Ebenen unten. Hier an der Leiter? Oder ich sag's dir, wenn du hier verreckst, ne? Alter, Julian, pass mal hier. Also, pass mal auf, ne? Ja, ich wollte nur einen Hinweis geben, ja? Dass man da aufpassen muss. Ja. Cool. Ja, wie machen wir's jetzt? Bleibt man hier noch ein bisschen? Glotze noch ein bisschen? Ich hätte ernsthaft nichts. Ich will das einfach nicht glauben, ne? Geh mal ganz hoch. Da bin ich auch gerade. Du schau, die Treppen hochgelaufen. Also ich bin halt ganz oben, aber fast ganz. Grüß Gott. Grüß Allah. kannst du da drüben die Leiter nuf? Lass mal probieren. Ich meine, warum nicht? Sieht schon so aus. Ich glotz mal, ey. Da will ich doch noch hoch. Da will ich, glaube ich, nicht runtergehen. Das ist, also ich gehe da nicht runter. Warum denn? Ich weiß nicht, das sieht irgendwie gefährlich aus. Ja. Weil das sieht alles sehr aus, ja. Spring halt die Treppe runter, ohne Witze, dumme Nudde. Schau, da springst du mit Absicht. Was? Alter, das ist echt tricky und ich sag doch, hier das irgendwie. Das ist außen, würde ich nicht stirb, nehmen. Stirbt man eigentlich, wenn man ins Wasser nahe fällt? Ich glaube schon. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal dann. Ja. Der Meinung bin ich Fahrer.
Cool, nee, hier kann man einfach durch das Ding durchlaufen. Hier kann man übrigens nicht hochklettern. Cool, hier ist einfach nix. Kannst du nicht hochklettern da? Nee. Aber dafür kann man hier durch den gelben komischen Balken durchlaufen. Wow. Cool, ja. Mhm. Ich stehe jetzt quasi drin. Wo bist du eigentlich? Na, ich bin mir gerade ein bisschen gefangen. Wo? Ah! Wo denn? Unten hier so. Was? Ja, hier so. Ah, hier steht Exit! Alter! Bist du oben oder was? Ja. Also, ohne Spaß jetzt. Das ist echt tricky. Oh, Mann. Komm ich hier raus? Und da ist so ein Schild, da steht Exit, ne? Und da musst du quasi rein, ne? Lol. Ihr Hens gesehen. Lol, bist du da gerade hinter der Wand? Richtig. Hier ist so ein Feuerwehrschlauch, Alter. Super Sache. Feuerwehr. Denkst du, hier spawnt noch was? Oder weiß ich nicht. Nee, also ganz ehrlich, ich glaube. Kann man hier drüber laufen? Stimmt, ich weiß nicht. Ich probiere es nicht aus. Mein Tief fällt mir im Endeffekt ja nicht. Doch, man kann's. Man kann's. Okay. Ich glaube nicht, jetzt anstofft nichts. Die Videos hatten recht. Entweder wir warten noch ein bisschen. Nee, ganz ehrlich, ich glaube, hier ist echt nichts. Na gut. Right and back. So, was machen wir jetzt? Ja, also, ich würde sagen, eigentlich unsere Base weiterbauen, oder? Da würde ich auch sagen, ne? So, naja, eigentlich. Drauf, der Manu, den kennen ja. Wir ja, gell? Ich kenne die alle. Bambo-Kämmer. Die sind, außer der komische Magi-Typ. Ja, der Magi-Typ ist irgendwie komisch. Den kenne ich irgendwie, glaube ich, noch nicht. Hm. Aber gar nicht mal zur Base zurück, oder wie? Ich mache einen kleinen Umweg. Wohin? Ein bisschen da weiter südlicher fliegen. Warum? So halt. Da standen beim letzten Mal so viele Helis. So. Ja, weiß ich nicht. Hast du Lust, die Base weiterzubauen oder willst du was anderes machen? Ja, ich will. Also, ich fliege da so. Jetzt noch kurz rum und dann würde ich schon Base weiterbauen. Okay. Ressourcen sollten wir es halt bald mal noch kaufen. Ja, deswegen fliege ich hier da. Ach, guck mal, da ist das, der Knasch. Deswegen fliege ich auch ein bisschen weiter südlicher, weil da stehen ja immer Helis. Mhm, Dann kennen wir die gleich verkaufen gegangen. Ich hoffe halt mal, dass du nicht wieder so episch abstürzt. Hä, warum denn? Du kannst doch ein Heli unten dran machen, oder? Aber. Also. Nicht? Geht es, Edder? Alter, als ob das geht, Junge. Ja, Alter, als ob du jetzt Moral theoretisch dran machen könntest hier unten. Aber kann ich auch. Ja, okay, aber dann. Ja, gut, nee, dann. Also, dann ist das natürlich eine schlechte Idee. Warum? Ja, weil ich nicht fliegen kann. Ach komm, stell dir nicht so an. Wir können es ja mal versuchen. Nicht. Ich meine, du bist da bis runter gekommen und bist dann abgestürzt. Richtig. Ja, also. Wow. Muss halt nicht super. So tief fliegen. Klasse, oder? Super Sache für junge Leute, oder? Hier ist irgendwo ein. Ja, wahrscheinlich hat das Bambo und so schon cool. Stimmt eigentlich. Irgendwas steht da unten, oder? Was ist das? Wo? Ja, da unten auf den Feldern, da steht. Ja, das sind Helis. Das ist nur ein Gebüsch. Das sind, guck mal, da direkt unter uns quasi. Hä? Direkt unter uns, willst du mich verarschen? Ach so, da, ja, das ist ein Heli, du. Ja. Das sieht groß aus, die Maschine. Ah, nee, die, wo lockt ist. Da braucht man halt hinten. Echt? Als ob die jetzt immer noch da steht. Ja, natürlich, warum soll ich nicht immer noch da stehen? Das sind Brocke, ist ein Brocke auf dem Feld. Fahr mal geradeaus weiter. Ich fahr mit dem Heli hier, klar. Halt die Fresse. Mach mal, weil da unten stand zwei Kamera. Wo? Da unter dir. Jetzt soll ich landen, oder was? Ja. Wo ich spring raus, kann ich auch machen. Nein, ich lande. Kann man springen. Oh, ja. Wie die da stehen. Sind bestimmt gelockt. Cool, ne?